Das Belebungsbecken ist das Herzstück einer jeden Kläranlage. Hier wandeln Mikroorganismen in belüfteten und unbelüfteten Zonen Schadstoffe wie Stickstoff, Kohlenstoffverbindungen oder Phosphor um. Die Mikroorganismen kann man hier aber nicht so gut erkennen. Deswegen schauen wir sie uns im Labor an. Nachdem die Mikroorganismen ihre Arbeit getan haben, fließt das Abwasser weiter ins Nachklärbecken.